herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Keine Ahnung. Die erste Folge. Ja, die erste Folge der ersten Folge der ersten Folge. Mhm. Ich glaube, die erste? Nein, das ist ja schon dein Video. Also dein Format-Zeug da. Ja, stimmt. Muss ich mir da was überlegen? Okay. Also, das Thema heute wird sein, die Geschichte von uns, wie wir mit Reiten so in Kontakt gekommen sind. Und ich denke, das wird spannend. Ich weiß nicht. Also, wann hast du denn angefangen zu reiten? Ich war 7. Oh. Ja, ich habe aber zwischendurch immer wieder aufgehört. Also, ich hatte teilweise jahrelang Pause dazwischen. Also, ein Gelegenheitsreiter. Ja, also ich habe angefangen mit 7, weil ich bin mit 6 in die Schule gekommen und das war ein bisschen früh für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so ein Spätzünder, ich konnte mich schlecht konzentrieren, ich hatte da echt Probleme damit, war auch sehr, sehr langsam im Schreiben in der Schule und hatte dann auch Probleme mit Mobbing schon in der ersten Klasse. Und das hat mich halt ziemlich runtergezogen. Und dann hat mein Kinderarzt damals meinen Eltern geraten, ich soll doch mal Reiterferien machen. Ist ja cool, dass ein Kinderarzt sowas sagt. Cool. Also der hat gesagt, das würde mir halt bei meiner Schüchternheit, bei meiner Konzentrationsschwäche und auch so helfen, mit anderen Kindern halt besser Kontakt aufzubauen. Ne? Ich war wirklich so ein totales... ja, wie soll man sagen, so ein sozialer Krüppel. Nein. Ja, und ich war aber so jung und dann hat mich kein Reiterhof wirklich zu den Reiterferien genommen und dann haben wir einfach einen Reiterhof bei uns um die Ecke gefunden und ich bin halt dann da jeden Morgen von meinem Papa hingefahren worden und jeden Abend wieder abgeholt. Und ich war halt mit Abstand die Jüngste. Die anderen, die waren alle so 9, war, glaube ich, die nächste. Ja. Oder 10, 11, 12. Ne, die haben dort übernachtet und ich habe halt zu Hause geschlafen. Aber das war so mein erster Kontakt. Und ich bin damals ganz lustig. Ich hatte ja noch, ich bin mit Fahrradhelm geritten. Ja. Und mit Gummistiefeln. Das ist so die Grundausstattung, ja. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte einen knallblauen Fahrradhelm und pinke Gummistiefel. Geil. Ja, genau. Das ich weiß aber nicht mehr, wie mein Pferd hieß, dass ich da geritten bin. Also wir sind verschiedene geritten. Natürlich, klar, waren alles Schulpferde. Ich weiß aber nicht mehr, wie die hießen. Das ist schon... ein bisschen lange her, so 10 Jahre. Ja. Also das erste Pferd, auf dem ich so wirklich, wo ich mich dran erinnern kann, geritten bin, ist Berti. Berti ist ein Fliegenschimmel, deswegen habe ich auch Skyfall dabei, weil Berti so ähnlich aussah. Und ja, gute Idee. Ja, wir sollten uns mal vom Fleck bewegen, habe ich mir gerade gedacht. Ja, also... ja, Berti war extrem riesig und wenn ich Reitunterricht genommen habe, dann hieß es immer, die Kleinste auf dem größten Pferd. Deswegen magst du die Kuis so gerne? Das könnte sein. Das könnte wirklich gut sein. Ja, und der Berti, das war ein ganz lieber... ist zwar ein bisschen faul gewesen, aber faule Pferde sind halt cool, weil die nicht einfach losrennen. Das stimmt, ja. Vor allem, wenn man anfängt zu reiten. Wie alt warst du denn da? Ich tippe mal 6 oder 7. Auch so jung. Ist ja. Aber bei dir noch nicht so lange her. Ja, ein paar Jahre. Ja gut, aber das stimmt. Ja, ich kann mich an eine Szene noch erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall hat mein Reitlehrer dann gesagt, ja, der scheut, weil er denkt, dass nächste Woche um genau die Uhrzeit ein riesengroßer Bär da auftaucht und dann musst du ihn halt ein bisschen nach ihm treiben, damit er dir nicht ausbüchst. An die Szene kann ich mich da total gut erinnern. Okay. Das mit dem Bär, das lese ich noch. Ach Gott. Und wir hatten immer noch so einen ganz kleinen Platz, der war eigentlich kein Reitplatz, sondern eigentlich nur eine Wiese. Halt mit Sand ausgelegt, sag ich jetzt mal. Und dann wurde es langsam zu einem richtig schicken Hof dort. Aber da gehe ich jetzt nicht mehr hin.
Ja, der Hof, auf dem ich reiten angefangen habe, also wirklich das erste Mal auf dem Pferd gesessen, war ich immer so, natürlich auf den Kirmes, ne? Da bin ich schon geritten, da konnte ich noch nicht einmal richtig laufen. aber sagen wir mal so, richtig geritten mit Zügel in der Hand und nicht nur drauf gesessen und blöd geguckt. Das war dann wirklich so mit 7. Ja. Und den Reiterhof, da bin ich jetzt meilenweit davon entfernt. Wir sind ja sehr viel umgezogen, als ich klein war, und deswegen bin ich da zu weit weg davon. Aber das ist ein sehr, sehr schicker Hof auch inzwischen. Ui, cool. Genau, auch sehr groß. Die haben also viel angebaut in den letzten Jahren. Und ja. Boah, ich bin 14. Platz, ich fasse es nicht. Oh, cool. Naja, also mit Urpferdi kann ich ja wohl keinen Rekord aufstellen. Das stimmt, ja. Und wann hast du denn Elli bekommen? Elli habe ich vor 2 Jahren bekommen. Das ist gar nicht noch so lange her, ne? Ja, die ist noch nicht so alt. Also noch nicht so lange bei mir, meine ich. Also ich hatte mein erstes inoffizielles Pflegepferd. Die Story muss ich jetzt, glaube ich, mal kurz erzählen, weil die passt auch ganz gut zu den Jollies. Ja. Ja, warum mich auch das total so fasziniert hat mit den Jokers, mit der Jokers Family. Es war zwar ein Schulpferd, aber ich bin den halt dann ständig geritten. Also so richtig angefangen habe ich dann mit Reiten erst wieder, da war ich 10. Und da hatte ich dann auch einen anderen Reiterhof und da war ich dann wirklich ständig. Na, 3-mal die Woche fast. Oh. Und ich musste da jedes Mal, das war ein bisschen außerhalb der Stadt, wo wir damals gewohnt haben, ich bin da dann jedes Mal 6 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, zur Reitstunde und dann 6 Kilometer wieder zurück, weil meine Eltern keine Zeit hatten, mich halt 3-mal die Woche zum Reiten zu fahren. Ja. Ja. Und dann bin ich da immer hingefahren und über Wiesen und Felder. Das ist ja cool. Genau, und da gab es ein Pferd, der war schon wahnsinnig alt. Der war damals schon 19 Jahre alt. Okay. Und die Geschichte ist auch ein bisschen traurig. Oh nein. Und der hieß Joker. So ein dunkelbrauner und hatte nur eine ganz kleine Blässe und sonst keine Abzeichen. Mhm. Aber total verfilzte Mähne und total verfilzter Schweif. Also man konnte ihn nicht mal mehr durchkämmen. Genau. Und und die Schulpferde wurden halt dort auch nicht unbedingt so toll behandelt. Die sind halt am Samstag und am Sonntag sind die 5 Stunden durchgelaufen, ne? Oh Gott. Ja, und sogar er mit seinem Alter. Und dann, ich meine, du kennst es, wie die Kinder manchmal mit denen umgehen. Und dann haben sich ein paar Kinder aus dem Dorf gedacht, sie kümmern sich jetzt halt um ein paar Schulpferde, nehmen sozusagen so eine Patenschaft an für ein Schulpferd und da habe ich die Patenschaft für Joker genommen und der hieß auch immer damals Jolly. Den haben sie alle Jolly genannt. Das ist ja voll der coole Name. Ja, und deswegen war eigentlich Diamond Jokers Family für mich so echt ein toller Name, wo ich dann auch gleich an ihn denken musste. Also eher aus persönlichen Gründen. Ja, das auch. Also es hat halt irgendwie total gepasst. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort warst du. Oh. Ja, und ja, den bin ich dann auch 2 Jahre lang 3-mal die Woche geritten. Und für mich war das halt wirklich schon so fast wie mein Pferd. Ja, weil ich bin kein anderes Pferd geritten aus dem Stall, sondern immer nur ihn. Und dann hat er aber so wahnsinnig Asthma bekommen, dass er halt nach einer Runde Trab schon so gekeucht hat und gepumpt hat, dass sie ihn halt dann weggetan haben. Ich weiß auch bis heute nicht, die haben zwar immer gesagt, er ist auf einen, er hat sein Gnadenbrot bekommen, ich bin mir aber bis heute nicht sicher, ne? Mhm. Oh nein. Ja, und dann habe ich aufgehört zu reiten. Erstmal wieder für 2 Jahre. Und dann habe ich erst wieder mit 14 angefangen. Und da habe ich dann Vangelis kennengelernt. Oh, in einem anderen, weil wir sind dann wieder umgezogen und dann bin ich wieder in einen anderen Stall gekommen. Und als ich dann da angefangen habe, bin ich zuerst ein weißes Pony geritten. Okay. Ja, sah ähnlich aus wie Keksi. Oh.
Also ich bin eigentlich durchgängig geritten. Nee, und dann, was... Ja, und Vangelis bin ich dann geritten bis jetzt halt vor einem halben Jahr. Ja. Ja, genau. Und den habe ich halt durch Zufall eigentlich, weil er stand dann auf der Koppel und dann hat es zum Regnen angefangen und das hat ihn keiner reingeholt. Okay. Und wir haben die Schulpferde reingeholt und dann habe ich halt ihn noch mit reingeholt und hab mich gleich super mit ihm verstanden. Und dann wollte ich wissen, wem er gehört und dann war es halt lustig, dass ausgerechnet der Besitzer eine Reitbeteiligung gesucht hat. Das ist ja cool, ja, das ist sehr praktisch. Genau. Ja. Okay, du hast Ellie vor 2 Jahren gekriegt. Ja. Wieso, weshalb, warum, wie hast du sie ausgesucht? Huch, von meiner Reitlehrerin. Und ja, ich wollte schon immer mal ein Pferdi. Okay, wie jedes Mädchen. Ja, das stimmt. Ja, und da waren wir halt auf so einem Hof gucken. Und irgendjemand hat gesagt, ja, da steht wo noch eins, es könnte ihm vielleicht gefallen. Und ich dachte mir so, oh nee, jetzt kommt wieder bestimmt so ein voll alter Gaul, den eh keiner haben will. Mhm. Nö, da stand einfach mal so ein voll schickes Turnierpferd im Stall. Cool. Und das war die Ellie. Und jetzt ist sie auf dem Hof, wo ich reiten gehe. Der Hof, wo ich reiten gehe, das ist nicht besonders luxuriös, sag ich jetzt mal. Nee, muss ja auch nicht. Nee, muss nicht. Ja. Und da steht sie mit vielen kleinen Ponys, tagtäglich im Offenstall. Ponys! Ja! Und ich hoffe, der geht gut, ja. Ich gehe davon aus. Also sie sieht zumindest immer recht glücklich aus. Ja. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Huch, Hilfe, Hilfe, Zaun, Zaun! Der Zaun sagt 11 Minuten. Aufnahmedingsterbums da. Okay, der Zaun sagt 11 Minuten. Das heißt, wir können jetzt noch ein Rennen machen, würde ich sagen, wenn ich hier mal zu Ende komme. Ja. Wenn du hier mal zu Ende kommst, ich bin schon zu Ende. Ja, Fail. Total viele Fails mit eingebaut. So, was hat denn Ellie für eine Rasse? Ellie ist ein Hannoveraner. Wirklich ne komplett hundertprozentiger? Ob sie 100% ist, das weiß ich bis heute nicht. Also ich weiß es einfach nicht. Weil ihren Pass hat, also von Ellie den Pferdepass hat meine Reitlehrerin. Keine Ahnung, warum sie den hat, aber ja, keine Ahnung. Ich habe auf den irgendwie nie Zugriff. Okay. Ich habe auch noch nicht gefragt, aber vielleicht sollte ich mal fragen, ja? Ja, sie hat aber eine Möglichkeit. Okay. Ja. Also ihre Eltern sind zumindest beide Hannoveraner, aber da kann der trotzdem irgendwas davor mit reingespielt haben. Das stimmt, ja. Aber ich sag halt immer, sie ist ein Hannoveraner. Ja, ich meine, muss ja nicht hundertprozentig sein, aber wenn sie hauptsächlich Hanno ist, dann ist sie halt hauptsächlich Hanno. Ja. 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 Nee, Vangelis ist eine ganz lustige Mischung. Das ist eine ganz, ganz lustige Story, weil die Mama von Vangelis ist halt so eine totale Mähre, ne? Und aber sein Papa ist ein Araber, also kein vollblütiger Araber, aber hat Araberblut. Und das ist halt ein richtiger Koppelunfall. Und es gab damals auch Gericht. Der Besitzer von dem Hengst ist vor Gericht gezogen, weil die Stute gedeckt wurde. Oh nein. Ja, und dann wollte ihn eigentlich keiner haben. Oh. Und er sieht auch sehr lustig aus. Also man sieht ihn nicht unbedingt an, dass er ein Araberblut hat, aber man merkt. Interessant. Genau, und das war damals ein sehr, sehr großer Aufruhr. Und dann konnte die Besitzerin von seiner Mama konnte ihn nicht halten. Sie musste das Fohlen verkaufen wegen den Gerichtskosten. Oh Gott. Ja, und dann hat es der Besitzer gekauft. Und der hat es gekauft für seine Tochter. Die Tochter ist 2 Jahre älter als ich und die hat sich aber noch nie so besonders viel für Reiten interessiert. Also klar, sie ist schon ein bisschen geritten, so freizeitmäßig, aber Turniere ist sie nie mit ihm gegangen. Und wie hast du Vangelis dann kennengelernt? Naja, wie ich gesagt habe, auf der Koppel. Er stand dann da auf der Koppel in dem Reitstall, in dem ich dann das Schimmelpony geritten bin.
Oh. Das hieß übrigens Beethoven. Oh Gott, Beethoven. Genau. Die hatten da irgendwie einen ganz komischen Faible, weil das andere Schulpferd hieß Mozart. Oh nee. Ja, und das war ein Rappe. Also bei uns die Schulpferde hießen Berti, Classic, Pierrot. Und dann gab es noch zwei kleine Ponys. Glaube ich zumindest. Ja gut, das war ja unsere Reitergeschichte. Reitergeschichte. Also, hast du geleckt? Ja, du hast gerade geleckt. Aber nicht schlimm. Also wir hoffen, es hat euch gefallen und freut euch auf die nächste Folge. Genau, gibt es ja öfter. Ja, bis bald. Okay. Können wir nochmal steigen? Nein, steigen. Oh, ja, ich muss aber doch auch glücklich sein. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.